Gut, ihr Lieben. Ich habe den, der Nils ist so ganz brav ruhig gerade, weil ich habe gesagt, du musst erstmal nichts sagen, weil ich muss erstmal alles einrichten. Ja. Hast dich gut dran gehalten. Ja, genau, meine Lieben. Große Ehre. Wir haben es oft versucht. Es hat nicht geklappt, weil du auch ständig unterwegs bist von einem Poker-Event zum nächsten. Und dann wollten wir es ja einmal live machen. Da war ich dann aber derjenige, der nicht gekommen ist. Ach, mein Bild ist ein bisschen eingefroren. Moment. Moment. So, genau, beim Live-Event in da, wo du halt letztens, da kommen wir gleich drauf zurück, wo du einen sicken Deep Run hattest, da wollte ich vorbeikommen und da wollte ich mit dir das Interview machen und dann habe ich dich sitzen lassen quasi, was dir bestimmt nicht aufgefallen ist, aber jetzt haben wir es endlich hingekriegt und warum wollte ich dich unbedingt als Interviewpartner? Das ist eigentlich ganz einfach, weil dieses vom armen Schlucker zum Pokerprofi quasi gefühlt ist dir ja gelungen. Beziehungsweise, ich muss es mal ein bisschen anders formulieren. Ich kenne dich noch aus der Zeit, als wir bei X-Flix diese, wie hieß es, Grind University, da haben wir immer Hände gepostet und der Felix hat was dazu erzählt und ich glaube, du hast auch Micros erst gespielt oder Lows gespielt, du warst relativ noch ja am Anfang deiner Poker-Karriere oder vielleicht wusstest du noch nichts von deiner Poker bevorstehenden Poker-Karriere, aber das lasse ich dich erzählen. Ja, so fing es bei dir an, oder? Also, oder wie war der Start bei dir? Ja, das waren so ungefähr die Start, das ist schon gut zusammengefasst. Erstmal danke, dass ich heute hier sein kann. Also es hat ja echt bei uns ein bisschen gedauert, immer ein Hin und Her, bis wir mal einen Termin gefunden haben. Aber was lange währt, wird irgendwann gut oder wie auch immer das Sprichwort ist. Ja, also wenn ich so zurückdenke, das ist schon krass. Also Microstacks angefangen, auch lange Microstacks gespielt. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Ja, aber das erzähl mal ein bisschen von deinen ersten Schritten. Also wie kamst du zum Poker? Wie ist es dann weitergegangen, als du bei der Grind University auch mal gemerkt hast, du musst irgendwie noch weiter Schritte machen, um noch erfolgreicher zu werden? Ja, also der größte, sag ich mal, der größte Changer so für mich war damals, wo ich dachte, man kann es auf jeden Fall schaffen, war damals das Event auf den Bahamas, da hatte ich ja einen Platinum-Pass gewonnen und Wann bin war auch das? Mit Felix dann, bitte? Wann war das? 2018, Januar 2019 war dann die Reise. Mhm. Und da hatte ich mich ja qualifiziert für das erste, das war ja ein $25.000 Turnier und da habe ich dann so gemerkt, okay, soweit bin ich gar nicht hinter den Leuten, die da mitgespielt haben, so dass man da ja auch so ein bisschen Mut geschöpft hat, dass man es vielleicht auch noch schaffen kann. Ja, das heißt, du bist zurück von den Bahamas und hast dann schon deinen Plan gehabt, dass du Fulltime Rec werden möchtest? In Zukunft vielleicht ja, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch ein Angestelltenverhältnis, einen ganz normalen Job. Was hast du gemacht? Als Buchhalter. Ich habe 10 Jahre ja, als Buchhalter und Rechnungswesen Controlling gearbeitet. Wie alt bist du jetzt? 32 bin ich jetzt. Okay. Ja. Das habe ich dann direkt nach meiner Ausbildung gemacht, also lange als Angestellter gearbeitet. Und ich meine, witzig war es damals auch noch. Ich hatte, glaube ich, gerade eine neue Stelle auch angefangen zu dem Zeitpunkt. Und ich kam von den Bahamas. Ich glaube, am Sonntagmittag oder so, Sonntagabend. Und Montag war mein erster Arbeitstag. Und ja, das war ein bisschen Kulturschock natürlich, wenn man jetzt irgendwie 10 Tage in Bahamas war und dann erster Arbeitstag. Da bin ich direkt in der Mittagspause am ersten Arbeitstag am Schreibtisch eingepennt für so 20 Minuten. Scheiße. Super, ja. Erster Eindruck. Der erste Eindruck, aber es hat bis noch eine nette Kollegin keiner gemerkt. Also das war dann noch, der Jetlag hat ein bisschen reingehauen, aber ja, da war dann immer noch ganz normal das Angestelltenverhältnis für eine gewisse Zeit. Und dann hast du abends deine Poker-Sessions gespielt und am nächsten Tag wieder arbeiten. Genau, das war dann so, dass ich dann schon gemerkt habe, dass man das ein bisschen professioneller
angehen muss. Also vorher war es noch so, dass man einfach gegrindet hat, wenn man Zeit hatte, ohne irgendwie so Zeitplan. Und dann ging es ja manchmal schon irgendwie, weiß ich, bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts und dann nächsten Tag zu arbeiten, war dann schon ein bisschen schwierig, dass ich das alles ein bisschen auch mit Study-Zeiten so ein bisschen mehr Routinen mir gebildet habe und auch ein bisschen mehr geschaut habe, dass ich halt an Tagen grinde, wo vielleicht auf der Arbeit weniger los ist am nächsten Tag und dass ich das alles so ein bisschen unter einen Hut bekomme und da auch ein bisschen professioneller werde. Aber du hast es ja dann doch relativ spät gemacht mit dem Poker, ne? Also es ging dann doch später los als bei vielen, die man sonst so kennt. Ja, meine allerersten Anfänge, ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich online mir einen Client runtergeladen habe und da gespielt habe, war, glaube ich, 2017. Und Und warum? Also was gab's dann? Was hat dich dazu veranlasst? ja, also man hat ja vorher schon Home Games mal gespielt, aber das war Okay. jetzt nie so, dass man, ja, also das hat dann immer, darüber hinaus ist nicht gekommen. Ist ja auch kein hohes Niveau da, so ein Homegame, das spielt man eher aus Fun und ein paar Bier und Ja. eher so zum Vorglühen immer waren dann so die Homegames, bevor man in den Club geht danach. Und irgendwann saß ich mal zu Hause und ja, hatte irgendwie Langeweile und habe mir dann mal Poker Client runtergeladen. Und dann, ja, hast du irgendwann angefangen, wie eben schon erwähnt, mit XFIX die Hände und etc., dass man da so ein bisschen seine Study Sessions damit gemacht hat. Wie ging es dann weiter? Was hast du dir dann für Möglichkeiten gemacht, weiter zu studieren? Und also, ich meine, das ging ja dann immer los, dass du auch höhere Limits, höhere Buy-ins spielen konntest. Ja, also lange habe ich halt einfach Micro Stakes und Low Stakes gespielt. Das war dann erst so nach den Bahamas, glaube ich, oder kurz vorher, dass dann die ersten Erfolge in Mid Stakes kamen und das ein bisschen aufgestiegen ist, dass man sich eine Bankroll gebaut hat. Also ich habe den größten Sprung, sage ich mal, immer gemerkt, wenn ich irgendwie in der Gruppe, in so einer Community war. Also wir hatten dann auch eine Zeit lang so eine Gruppe aus 3, 4, 5 Leuten, die alle so in den Micro Stakes waren. Und Low Stakes und da haben wir uns dann über Hände ausgetauscht und ja, Erfahrungen einfach, sage ich mal, ausgetauscht, wo ich dann auch meinen jetzigen Mitbewohner kennengelernt habe. Wer waren denn die Jungs in der, willst du es verraten? In der Microgruppe gibt es da noch wen, der jetzt vielleicht auch noch? Der Adrian, also das ist ja mein Mitbewohner, Ja. Der war von Anfang an dabei und die anderen drei, ja, haben dann auch irgendwann Poker gequittet oder ja, spielen Just for Fun immer noch Low Stakes so. Okay. Aber das war so die Anfänge und war auf jeden Fall eine coole Gruppe und es hat auch einen gepusht, sage ich mal. Und da habe ich gemerkt, so auch jetzt immer auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, wenn man einfach mit Leuten sich connectet, mit denen man einen guten Vibe hat und auch auf einen, ja, einfach sich gut versteht, dass das einen auch für das Spiel Push und das macht auch viel angenehmer. Also es ist ja eigentlich ein Spiel, was man alleine spielt. Es ist kein Teamsport, aber ich habe immer gemerkt, dass es mich mehr pusht oder auch für andere erfolgreich ist, wenn man da gute Leute um sich drum hat. Ja, absolut. Also ich sehe da fast keine Möglichkeit, alleine im Pokern ansatzweise was zu erreichen. Das ist eigentlich unmöglich. Also jetzt, wenn man professionelle Absichten hat, ne? Das ist ja, also wie siehst du, vielleicht auch für die, die jetzt so zusehen, ich krieg super oft die Frage, wie komme ich in so eine Study-Gruppe? Wie kann ich mich da so connecten? Wie bist du das angegangen? Hast du da vielleicht auch so einen Tipp? Ja, einfach selber Eigeninitiative. Also es gibt ja genug, sage ich mal, Communities von Twitch oder von ja, anderen Discord-Servern. Da sind immer Leute, glaube ich, ja, interessiert, aber den ersten Schritt waren die wenigsten und ja, Initiative wird immer belohnt. Also ich weiß zum Beispiel auch noch vor 2, 3 Jahren hatte mich dann der Tom Fuchs kontaktiert aus dem Nichts, wobei wir halt mal nur online ein bisschen gespielt haben und mittlerweile ist er halt auch ein guter Freund. Jetzt spielt er ja auch die Highroller in Schweiten. Also
Ist ja das mein ist einfach was. Mitbewohner. Genau, eben. Der hat mich, glaube ich, es war vor, ich weiß Das ist gar auch nicht, vor 2, 3 verrückt. Jahren einfach mal über Instagram angeschrieben und dann hatten wir ein paar Study-Sessions zusammen gemacht und jetzt, ja, jetzt. Also fing es dann an. Aber das ist ja dann, was vielleicht viele hemmt auch, dass das Niveau ja dann doch mal ein bisschen unterschiedlich ist von Person zu Person. Und gerade wenn man vielleicht sich nicht so stark fühlt, seine Eigenwahrnehmung ist, man ist vielleicht nicht so stark wie die anderen, die da so sich rumtummeln auf dem Discord-Server oder sonst wie. Ich glaube, man muss ja trotzdem den Schritt wagen, zu sagen, hey, scheißegal, man gesellt sich zu so einer Study-Gruppe dazu und wird automatisch dadurch besser. Und Ja. so eine Gruppe lebt ja auch davon, dass unterschiedliche Skills da unterwegs sind, denke ich, ne? Definitiv. Also es ist ja auch immer wichtig, andere, ja, andere Eindrücke oder andere Sichtweisen zu bekommen, egal auf welchem Level. Das ist ja auch, wenn ich Coachings mache, dass ich das unglaublich, also für mich auch ein Benefit ist, so Leute zu coachen, die, sage ich mal, noch in den Beginn sind oder Low- und Mid-Stack spielen, da einfach deren Sichtweisen nochmal zu sehen, so, weil das ist natürlich dann manchmal auch ein ganz anderes Spiel, so in den Low Stakes. Und also ich da, im Endeffekt kann da jeder von jedem profitieren, wenn man da ein offenes Mindset hat. Ja, das Lustige ist, dass quasi du früher von X-Licks gecoacht wurdest und jetzt coachst du ihn. Das ist ja auch Ja. verrückt. Also diese Wendung, ne, so, dass du halt einen krassen Schritt gemacht hast in die Richtung, die viele sich wünschen, ne? Wie so ein, Ja, also es wie so ein ist auf jeden Jedi, Fall der dann irgendwann möglich. der stärkere Jedi ist, so aus Felix Sicht gesehen, ne? So mit Star Wars Ist Vergleich. auf jeden Fall möglich. Und ich finde, also es ist ja auch dann, sieht man bei Felix ja auch, da muss man jetzt auch nicht dann irgendwie negative Emotionen bei haben, wenn man jetzt von jemandem gecoacht wird, der vorher einen gecoacht hat. Also es ist ja Nee. eher profitabel und gut für ihn und auch gut für mich. Wir Ja, werden alle absolut. von Absolut. profitieren. Also, das ist auch so eine Sache. Coaching selber dann auch, das habe ich gemerkt, das war jetzt dann, als es dann im professionellen Bereich war, schon so immer der größte Sprung bei mir, dass ich dann Coaching von einzelnen Leuten bekommen habe. Ja, das pusht einen am meisten, weil man selber guckt ja auf sein Game, wenn man das analysiert, meistens auch mit so Scheuklappen. Klar kann man das dann auch durch Programme immer ein bisschen analysieren, aber wenn jemand anderes mal drauf guckt, der vielleicht mehr Erfahrung hat in den Stakes, so, der kann dir dann schon ganz schnell so Werkzeuge an die Hand geben oder Tipps geben, mit denen du dann nächstes Mal im Game Schritt vorwärts kommst. Ja. Wie machst du das für dich, dass du jetzt weiterkommst? Also, welche Tools nutzt du? Welche Möglichkeiten schöpfst du aus, als Pokerprofi vorwärts zu kommen? Ja, also das sind eigentlich die gängigsten Programme. Das ist also HLC einmal für so alle Preflop-Sachen, ICM-Simulationen und dann GTO-Wizard eigentlich für alles, was irgendwie Postflop ist. Ab und zu mal dann noch ja, ein paar andere Programme, aber das sind eigentlich so die Hauptprogramme, die ich nutze. Und dann, wie gesagt, wenn ich mir bestimmte Sachen angucken will, dann gibt es ja auch immer Möglichkeiten, Coaching zu buchen für einzelne Sachen, was ich mal ganz hilfreich finde, weil man dann, wenn man jetzt bestimmte Themen sich angucken kann, eine Person da schon viel mehr Erfahrung in dem Thema hat, sagen wir jetzt zum Beispiel Big Blind gegen Late Position, dann haben die Leute meistens da schon mehr Erfahrung und auch schon Sachen gerannt, dass man das gar nicht alles die Arbeit nochmal reinstecken kann, muss, sondern halt auch schon da den Input bekommen kann. Aber sag ich mal, das Herz der Pokerprofis ist ja Wien jetzt so von den Deutschsprachigen. Du lebst aber abgeschieden in Tirol. Ja. Wie kam es dazu? Ja, ich sehe gerade, es schneit auch schon wieder draußen hier. Also das ist Krass. tatsächlich, leben wir hier ein bisschen auf dem Berg. Das kam halt dadurch, dass ja, den Adrian, den ich schon kannte, hier schon gewohnt hat. Und dann hat Verrückt. sich da ergeben, dass bei ihm halt noch ein Zimmer frei war in der Wohnung. Und zu dem Zeitpunkt haben wir auch schon, oder noch, sage ich mal, gab es eine Community mit 8 bis 10 Leuten. Die sind jetzt aber zum Teil alle nach Wien auch gezogen.
Aber uns gefällt es hier sehr gut und es ist hier sehr idyllisch. Das ist natürlich der Riesenunterschied zu Wien. Hier ist nicht viel los sage ich mal, an Ausgehmöglichkeiten zum Beispiel. Aber wenn man halt auch viel unterwegs ist, ist es eigentlich ein guter Kontrast, um hier auch ein bisschen runterzukommen und ein bisschen zu entspannen. Ja, das fühle ich voll. Also kannst du dich eigentlich komplett auf dich fokussieren und so, ne? Das ist schon. Ja, aber du hast letztes Jahr deinen, glaube ich, bisher größten Erfolg einfahren können. Zumindest war letztes Jahr, glaube ich, insgesamt dein erfolgreichstes. Kann ich mir zumindest so, also laut der nackten Zahlen mir vorstellen. Du hast zum Beispiel, fangen wir mal mit dem größten an, also das WSOP Europe Main Event gespielt im Kings Casino. Und da den Deep Run gehabt, Platz 6 am Ende für 272.000 circa. Ja, wie lief es da so ab am FT? Was waren die Schlüsselhände? An was kannst du dich da so erinnern? Ja, war natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Also, es ist immer cooles. Ja, so ein Deep Run in so einem Turnier ist ja schon der Wahnsinn. Ich muss sagen, ich hatte damals von Tag 1, glaube ich, war ich ziemlich gesundheitlich angeschlagen, dass ich da ja mich sehr unwohl gefühlt habe, aber trotzdem, sag ich mal, relativ gut bis dahin gespielt habe. Aber zum Beispiel, wenn ich an Final Table auch zurückdenke, wenn man da jetzt 4, 5 Tage spielt mit gesundheitlichen Problemen, ja, sehr doll Magenproblem, so dann ist auch dein Körper auch irgendwie irgendwann erschöpft. Also ich muss sagen, das war schon ein Riesenerlebnis, aber auch anstrengend für den Körper. Glaube ich. Aber hast dich dann durchgeschlagen und gab es Momente, also ne, ich habe es teilweise gesehen, aber für die, die es nicht mitbekommen haben, was waren so die größten Spots, an die du dich noch erinnern kannst? Ja, es gab jetzt so zwei, also so ist natürlich am interessantesten für an Ausstehende, da wo dann der TV-Table drauf war. Ich war, glaube ich, bis 16 left, nicht einmal am TV-Table und dann ja nahezu durchgehend dann, bis ich ausgeschieden bin. Und so am interessantesten war für mich, wo ich dann gegen Dario Sammartino, den italienischen Highroller, drei Hände gespielt habe. Und er dadurch auch ausgeschieden ist danach im Jahr später. Die habe ich sehr gut gespielt und am Final Table ja, gab es dann zwei Spots noch, wo die ganz interessant waren, wo ich einmal Aces am Flop gefoldet habe, wo dann auch der Kommentator relativ überrascht war, aber ja, das Warst ist du dann auch. hinten? Die Hand kenne ich gar nicht. Ja, ich war hinten. Also ich habe Ace Open Race und im Small Blind Cotton Call und im Big Blind. Und jetzt kommt, glaube ich, das Board King 9-7 mit dem Flush Draw. Und ich spiele an und der Small Blind Check Raised jetzt und der Big Blind Cold Called. Und ja, es war, glaube ich, bei 7 oder 8 Left. Und der eine hatte dann, ich habe dann gefoldet und der eine hatte Set 9er und der Big Blind hatte Top Pair und Flush Draw. Ja, nice. Hattest du einen Ja. Read auf den Spieler? Also gab es einen Tell oder wie? Nee, das war einfach Oder von der gezuckt? Range Compensation. Das war jetzt kein Tell. Also das war einfach nur, dass der Small Blind da gecallt hat mit 22 oder 23 Big Blinds. Das ist halt sehr top, sehr Pair-heavy. Und wenn er jetzt Check Raise auf König 9-7, dann ja, es ist sehr likely, dass er ein Set hat von 9ern oder 7ern. Wenn da so viel ICM involviert ist und wenn jetzt der Baby noch Cold Callt, dann das Check Raise, dann hat er jetzt auch nichts. So, dann hat er etwa ein Combo Draw oder zwei Paar oder ja, das ist es Ja. halt. Und gegen die beiden Ranges bist du halt auch jetzt ja, jetzt nicht weit vor oder hast nicht viel Equity, sage ich mal. Und das Check Raise war halt relativ klein und ich hatte auch noch Ace und Spades, glaube ich, aber habe dann trotzdem die richtigen Fold gefunden. Ja, absolut. Aber es ging noch weiter. Dann, ja, was war noch? Also letzte Hand wahrscheinlich, ne? Aber Ja, gab es da das noch? war eh Wahnsinn, aber ich war dann auch irgendwann an dem Punkt so, da habe ich tatsächlich, ja, also der hatte schon viel gelimmt und ich hatte mir immer schon auf den Spot gewartet, weil die Limping Range halt relativ
unbalanced war, meiner Meinung nach. Und dann kriege ich zum ersten Mal einen Ass im Big Blind, wo ich halt auch viel weiter gechampt hätte, und dann hat er wirklich seine einzige Falle da mit Aces, meiner Meinung nach. Und dann bin ich dadurch Ja. gebastelt. Aber also ich bin ganz zufrieden, wie ich gespielt habe. Manchen Stellen hätte man vielleicht noch ein bisschen aggressiver spielen können, aber so nach 5 Tagen ist es dann auch schwer, so noch seine A-Game zu spielen. Und das ist dann, glaube ich, auch dem Max, der es dann gewonnen hat, ist ja auch ein Freund von mir. Da setzt sich ja meistens, ja, der am wenigsten Angst hat, so, oder noch am fittesten im Kopf ist, die setzt sich meistens dann durch. Ja. War das, darf man drüber reden, aber musste nicht. Gab es da Swaps dann untereinander oder sowas? Oder gab es nicht jetzt bei ihm, Max jetzt direkt, aber läuft das, sagen wir es mal anders. Gehst du in Events rein und minderst dann eine Varianz durch Swaps oder bist du der Typ, der lieber alles auf Own hat? Oder beziehungsweise dann, ja, wie funktioniert das bei dir? Ja, also in Main Events auf jeden Fall, auch generell bei Live-Turnieren, die Varianz sehr relativ hoch. Dass ich das schon mit Freunden oder mit Leuten, die ich schätze, immer gerne swappe. Und so war das auch da an dem Event. Und ich sag mal, also es hat sich für mich auch ziemlich gelohnt, ohne jetzt weiter hinzugehen. Ja, klar. Nee, aber trotzdem ist ja geil. Was ein erfolgreiches hat, aber du warst ja auch die komplette Zeit da. Das waren ja, glaube ich, 2 Wochen, ne? Meine ich, oder 10 Tage. Nee, also das waren, glaube ich, sogar 3 oder 3,5 Wochen. Also ich war. Ja, das ist doch verrückt, weil du bist ja im Kings Casino, da ist drumrum einfach nichts. Wie Ja. bleibt der Kopf fit? Was macht man da? Das frage ich mich oft, wenn ich da, ich bin ja, wenn dann immer meistens nur so 3, 4, 5 Tage, aber. Ja. Ja, ist natürlich speziell der Ort und jetzt auch nicht mein absolute Favorite, sage ich mal, Turnierort. Aber meistens für den Zeitraum, wir waren jetzt schon ein paar Jahre da, haben wir dann ein Hotel auf der deutschen Seite, Okay. was familiengeführt ist, wo wir, also was echt super ist, super Preis-Leistung und sehr entspannt ist halt auch auf dem Dorf, würde ich sagen, da. Und ja, da gehen wir eigentlich fast jeden Tag spazieren morgens, und das hilft schon, wenn man da mal eine Stunde oder eine halbe Stunde da ein bisschen den Kopf frei kriegt. Und ja, ansonsten ins Gym gehen ist auch immer eine Möglichkeit, was ich mache bei so Live-Turnieren. Versuche das schon regelmäßig. Also klappt sogar besser, als wenn ich zu Hause bin, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist hilfreich, dass man sich viel bewegt und irgendwie den Kopf ein bisschen frei kriegt und nicht nur da, vor allem jetzt, wenn Ja, man schon irgendwie, was noch irgendwie im Casino rumhängt oder so. es ist ja auch kein Tageslicht und nichts. Ne? Also was ich immer mache, hinter dem Kings ist ein Wald, Riesenwald auch. Da gehe ich dann Ja. immer gern laufen. Aber Ja. da denke ich mir auch oft so, wenn da was passiert, da ist ja keine, ist ja nicht wie jetzt in, weiß ich, ein Wald bei einer Großstadt oder so. Da ist halt einfach nichts. Da läufst du ja wirklich so. Also ist halt am A der Welt. Welches Casino ist denn dein Lieblingscasino? Vielleicht auch wegen der wegen Ja, des aktuell, Orts. aber jetzt auch im letzten halben Jahr jetzt schon dreimal, ist das tatsächlich in Zypern, Ah, das Marriott krass. Casino in Nordzypern, Ja. türkische Seite. Muss ich sagen, das ist Nonplusultra. Also was die an Service und auch vom Pokerangebot machen, ist wirklich, habe ich so noch nicht erlebt wo, und ich fahre da echt gerne hin. Und es ist sowohl von der Preis-Leistung als auch von den Turnieren her echt ein Wahnsinn, was die auf die Beine stellen. Aber du hast jetzt gerade läuft die Triton, die war ja auch mal da, ne? War die in dem Ja. Casino? Ja, ich glaube ja. Das ist ja der eigentlich, also wenn da Turniere stattfinden in Zypern, glaube ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich meine, dass es dann in deren Hotel stattfindet. Ansonsten muss ich auch sagen, wenn ihr jetzt ein bisschen im europäischen Bereich oder ein bisschen bei uns guckt, sind natürlich auch für mich das Asch Casino, fahre ich gerne hin. Da haben wir ja unsere Cash Game Runde auch. Ja. Unsere eigene mit Christopher Pütz und dem Adrian und Samuel Yu und Basti. Ja, das ist echt super Runde. Und ansonsten muss ich sagen, oh, Casino Austria ist jetzt, wo ich wieder in Seefeld letzte Woche war. Ja, machen natürlich auch immer einen super Job. Wie lief's da? In Seefeld. Ja,
Also das Bier lief, sage ich mal. Ich bin Main Event, bin ich gestonebubbelt. Okay. Das war natürlich nicht so schön, aber es gehört dazu. Ja, gut, aber dafür war das letzte Jahr auch schon echt gut, ne? Du hast zwei WCUP-Titel geholt, ne? Ja. Einmal im 530er, einmal im 55er. Ja. Die Rechner aneinander. Ich meine, da lagen zwei, drei Tage dazwischen, oder? Ja, es war Wahnsinn. Also ich glaube, das Bild ist ein bisschen rausgeschnitten. Eigentlich stehen die bei uns auf dem Kühlschrank. Warte. Ah, auf dem Kühlschrank. Da können wir zeigen. Moment, Moment. Ist alles mögliche. Technisch High-End. Da haben wir Stopp. unsere Trophäensammlung, Ja, jetzt war ohne das jetzt zu Falsche. flexen. Ja, aber man sieht mein blödes. Muss man ein bisschen. Warte mal, wie kriege ich das da weg? Ja, vielleicht schaffen wir es. Moment. Ja. Nee. Das Ja, geht man so sieht es auf nicht. jeden Fall da oben so ein bisschen. Also, Ja, da. In der Ecke da. ja. Ja. Da hat Genau man recht drauf. mein Hey Hansi da, aber ich weiß nicht, wie ich das wegkriege hier. Das kann man hier nicht weg. Scheiße. Also da Ja, es stehen war die Wahnsinn. Trophäen. Also, Welche das sind denn war. da, weil wir sie nicht sehen? Was meinst Wel du? welche Trophäen stehen denn da? Ja, also, so die Riesentrophäensammlung ist das noch nicht, aber die ist ja ausbaufähig. Also, da steht eine. Ich glaube, Adrian hat mal eine riesen Champagnerflasche gewonnen in Seefeld, glaube ich, auch letztes Jahr. Dann hat er noch da Medaillen liegen und ja, ein paar Pokale stehen da, aber die ist auch so, die ist noch im Ausbau, sagen wir mal so. Ja, läuft, läuft, läuft. Ja, aber der WCUP, du hast ja Heads Ja. Up gegen Jans Ahrens gespielt. Ja, es war Wahnsinn. Also ich habe gegen Millennial und Graf Tekel, also zwei riesen High-Stakes. Ja, das ist doch Legenden krass. so innerhalb von drei Ja. Tagen da ins Heads-Up gewonnen und ich, also Heads-Up auch relativ gut gespielt. Und also es war ein Wahnsinnsrun. Manchmal hast du das hatte ich jetzt in der Vergangenheit auch schon ein, zwei Mal so, du hast einfach manchmal so Wochen, da geht einfach alles zusammen und dann hast du halt Zeiten, wo geht gar nichts zusammen und weiß ich nicht, also diese Zeit da während der WCUP da jeden Tag irgendwie ein Final Table gemacht oder ein Turnier gewonnen und dann vor allem die beiden WCUP-Titel, das war schon Wahnsinn. Was für ein Volumen spielst du dann in so einem, bei so einem Turnier, bei so einer Turnierserie? Meinst du es an Turnieren oder? Ja, also Turnieren und auch Zeit. Also wie viel Zeit investierst du, Spiel zu? Ja, also ich spiele dann schon während der WCUP schon 5 bis 6 Tage die Woche und dann Pro sind das schon Tag. 10 Stunden, würde ich sagen. Also Krass. Das ist natürlich dann während der Serie schon deutliches Volumen, aber ja, da findet man ja dann, hat man dann die Zeit nach der Serie, wo man ein bisschen weniger macht. Ja, aber ist schon. Ja, und genau, wie sieht ein normaler, wie jetzt? Gerade ist ja keine große Serie. Ja. Doch, jetzt ist schon wieder eine. Aber kurz davor, also jetzt ist gerade losgegangen, aber Ja. vor letzte Woche war sie noch nicht. Wie sieht es so aus bei dir dann, so ein Verhältnis Grind zu Study? Also, nee, Ja, falsch, also es Grind ist, ist ja Study auch. Ich meine, Pokern genau, und. also das ist dann, dass ich so, wenn keine Serie ist, dann gar nicht eher so 2 bis 3 Tage die Woche maximal. Also hauptsächlich sonntags, das sind schon die profitabelsten Tage. Ja. Und dann, ja, unter der Woche studiert man dann Hände oder Spots, die man vielleicht am Sonntag hatte oder in den Sessions. Und wenn jetzt noch ein bisschen mehr Zeit ist, dann auch ein bisschen themenbasiertere Study Sessions. Muss jetzt aber auch dazu sagen, ich war jetzt, glaube ich, im letzten halben Jahr ziemlich viel unterwegs, ziemlich viel Live-Turniere gespielt, dass es ja ein bisschen geschiftet ist von viel online, so würde ich sagen, bis zum letzten halben oder bis August, September letzten Jahres ist zu sehr viel Live-Poker geschiftet bei mir. Wo fühlst du dich wohler? Live oder online? Also ich habe mich immer wohler online gefühlt, muss jetzt aber sagen, aktuell macht mir Live-Poker irgendwie mehr Spaß. Habe jetzt aber auch wieder 3 Jahre sehr viel online gespielt. Und ja, das ist jetzt aktuell so ein bisschen, hat sich ein bisschen geschifft in die Richtung, aber es kann auch wieder sein, dass ich vielleicht ein bisschen mehr online in der Zukunft wieder spiele. Aber sicher auch jetzt bei den Jungs, also die bei mir in der WG sind, Ja. die gehen auch immer weiter live, immer mehr live. Ist das so der Weg, den man einschlagen sollte? Weil letztendlich ist es ja auch die Varianz schwer zu schlagen live.
Dadurch, dass man halt einfach nicht das Volumen reinkriegt. Ja, Und die Kosten klar. Also halt. ich denke, es ist immer eine Verbindung aus beiden. Also man muss natürlich schauen, was online ist und ja, wie viel Action da geht. Und ich glaube, unter der Woche ist ab und zu mal ein bisschen weniger los. Da kann man natürlich dann auch, ja, wenn dann gute Turnierserien live sind, dann lohnen sich die schon. Ich glaube, der Vorteil ist bei den Leuten, die jetzt in der Vergangenheit viel online gewonnen haben, dass sie aber sehr viel Volumen reingekriegt haben, sehr viel Erfahrung gesammelt haben, sehr gut geworden sind und dass jetzt halt im Live-Poker, was noch ein bisschen softer ist, in den höheren Buy-ins einfach umsetzen können. Kannst du von dir, es ist mal schwierig, sich selbst da so einzusortieren, aber wo siehst du deine Stärken live? Gibt es da so Tells, die du regelmäßig siehst? Und wenn ja, welche? Ja, also Tails ist es jetzt gar nicht so, dass ich habe das schon vermehrt hinzugenommen im Vergleich zum letzten Jahr oder vor 2 Jahren, muss ich sagen. Das hat mir schon geholfen. Das ist aber auch meistens eher gegen ja, Spieler, die nicht so viel spielen, also gegen Amateure. Die geben halt leichter Sachen ab. Also das ist auch Austausch mit anderen Leuten, wenn ich zum Beispiel Felix jetzt gerade sehe, in der Chatbox. Also von dem habe ich tatsächlich auch gelernt, wenn jemand dich downstairt am River, nachdem er gebettet hat, so, dann ist es immer ein Bluff und ja, das ist halt auch ein relativ obvious Tell, muss ich sagen. Okay. Interessant. Ja, Also aber nicht das ist zu sehr halt in die einfach. Augen gucken. Ja, also das, ja, außer du machst den Worst Tell, ne? Also das ist natürlich dann auch darum gegen Profis, sage ich mal, ist es immer schwieriger. Also ich kann mich auch daran erinnern, EPT London damals vor 2 Jahren gegen Roman Rabeck am Finaltisch, der ja auch sehr, sehr guter Spieler ist. Der hatte dann auch einen Tell abgegeben, wo ich dann dachte, okay, der war so offensichtlich, den hat er mit Absicht da ausgestreut, aber da hat es sich auch herausgestellt, dass er noch nicht so viel Live-Erfahrung zu dem Zeitpunkt hatte und das einfach tatsächlich ein Tell war. Okay. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man sich jetzt nicht irgendwie so ein bisschen levelt, wie auch sonst im Poker. SGD, danke für dein Abo. Danke, danke. Ja, also das heißt, ja, live noch mal ganz kurz da zurück. So, du bist da jetzt gerade auf dem Live-Trip, sage ich jetzt mal, eher als auf dem Online-Trip. Ja. Ist für dich denn jetzt auch nahbares Ziel, und das ist ein Ziel, das ist mit Sicherheit klar, aber Triton läuft jetzt gerade. Das ist halt der Endboss der Turniere, so was die Buy-ins angeht, und die wahrscheinlich auch das Who's Who sitzt da ja alle neben den ganzen Businessman-Leuten. Wäre das für dich ein Ziel, was du jetzt demnächst mal angehen möchtest? Aktuell noch nicht. Also das ist für mich war auch immer der Fokus eher ja, die bestmögliche Game Selection. Das ist jetzt, also seitdem ich das professionell mache, immer eher die besten Games rauszusuchen und gar nicht so direkt Battles. Also natürlich sind auch Business-Leute, aber die haben ja auch so ein paar Moves drauf und ich bin jetzt gar nicht so scharf drauf, mich mit sehr guten Racks zu battlen. Also ich bin da eher so immer in Richtung Main Events, jetzt gar nicht wegen der Prestige unterwegs, aber ja, das sind glaube ich so eher die Games, die Turniere, wo ich am erfolgreichsten bin. Das heißt, wie sehen deine Ziele aus jetzt in der nächsten Zeit, die du dir vorgenommen hast? Vielleicht für dieses Jahr auch schon mal? Ja, also ich setze mir hier gar keine großen Ziele so. Also natürlich würde ich mir wünschen, vielleicht dieses Jahr mal ein erstes Live-Turnier mal zu gewinnen. Das ist Ja. ja jetzt bis jetzt noch nicht passiert. Also ja, es waren ein paar Final Tables, aber eine Trophäe, sag ich mal, im Live-Poker habe ich noch nicht gewonnen. Das wäre vielleicht ein Ziel, aber oder ein Wunsch, aber man weiß auch nie, wie es kommt. Und denke, irgendwann wird sie kommen, da mache ich mir keinen Druck. Aber ja, sonst als Ziele ist einfach bestmögliche Performance, großes Volumen reinkriegen. Okay. Ja, da musst du jetzt, die Wurstspiele heißen sie nicht mehr, aber da kannst du ein Bracelet gewinnen, ne? Also nur so, wollte ich Ja. kurz mal hier einbringen. Ja, habe Kannst ich noch keine Einladung bekommen, ne? Also du. wenn ich an Chris denke, der kriegt ja immer eine Einladung. Stimmt, ja, hast recht. Shame on Da me.
Da fehlt meine Einladung noch. Ja, Dann ja, ja, ja. compete ich da mal. Ja, ich muss ja, das, Chris mich ja immer, wir sind ja wie so zwei Waschweiber, wir schreiben über jeden Scheiß immer so. Dann kommt das Ja. automatisch. Müssen wir auch mal anfangen. Hast du denn Tipps für Jungs, die oder Mädels auch, die jetzt durchstarten wollen? Ich sehe online halt immer schwieriger an. Ja. Was wäre so für dich oder für die, die sich da interessieren, mal durchzustarten, ein paar Tipps, die du am Start hättest? Gerade weil du ja auch Ja, also coachst. wichtig ist einfach Erfahrung sammeln. Also das ist egal, ob man es jetzt live oder online macht. Online kann man natürlich mehr Volumen reinkriegen. Aber wie gesagt, auch vorher schon gemeint, einfach ja, eine gute Community um sich herum erbauen, eine gute Bubble mit Leuten, die auch gutes Mindset haben, positive Energie haben. Und mit denen austauschen, Study Sessions vielleicht am Anfang mit Leuten zusammen machen, weil ich weiß auch so, dass man in der Komfortzone halt ja schwierig da den Anfang zu fangen, also mit Leuten sich einfach gegenseitig pushen, mehr Content zu machen, mehr zu auch vielleicht mehr zu grinden, sich über Hindernisse austauschen und dann wird man auch stetig besser und besser eigentlich. Ja. Ja, Tipps für an euch schon mal hier raus. Aber ihr könnt gerne auch im Chat mal ein paar Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Denn der Pudel, also ich mache es immer so bei den Interviews, dass ich euch hinten raus immer so ein bisschen die Fragen stellen lasse, weil währenddessen immer so der Flow dann ganz gut ist, wenn ich dann so ein bisschen meine Fragen gestellt habe. Aber ich sehe auch schon ein paar Fragen, wo du vorher gewohnt hast. Also wo kommst du her ursprünglich? Ja, ursprünglich aus dem Norden. Also ich habe ja, bin in Nähe Hannover aufgewachsen, habe dann auch zeitlang in Hamburg gelebt und dann ja auch wieder lange in Hannover. Also mein Leben lang im Norden, das war auch ein bisschen Kulturschock, als ich dann hier vor allem nach Tirol gezogen bin, wo die Leute ja auch gewissen Dialekt sprechen, den ich so nie gelernt habe. Es war am Anfang schwierig, aber mittlerweile verstehe ich die Leute zumindest ein bisschen. Ja. Aber, ach nee, Schade-Pension, also wo schläfst du beim Kings immer? Ist das die Schade-Pension? Nee, nee, nee. Das ist ja auch Ja. eine kleines Dings. Also, wenn jemand das wissen möchte, dann kann ich ihm das gerne per PN schreiben. Okay. Ansonsten würde ich das vielleicht aus, ja, um da immer noch ein Zimmer zu kriegen, nicht scheren. Okay. Streamst du? Fragt die Stine. Ich habe tatsächlich, ich glaube, Ende letzten Jahres lange überlegt und ja, mit dem Gedanken gespielt, aber dadurch, dass ich jetzt auch viel live spiele oder den Fokus auf Live-Poker gelegt habe, ist das natürlich erstmal hinten ran geschoben, aber ich will nicht ausschließen, dass es in der Zukunft vielleicht, wenn ich wieder ein bisschen online spiele, in Frage kommt. Das Problem ist ja auch, das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, dass wenn man streamt, einfach A, weniger Tische spielen kann und der Fokus ja auch vielleicht schwierig ist, immer nur auf das Game zu haben. Also das ist dann immer ein schwierig da eine Mitte zu finden, meiner Meinung nach. Darum. Ja, absolut. Ist sau schwer. Also empfehle ich eigentlich keinem Poker Pro zu streamen, wenn man da wirklich for living und das als einzige Einnahmequelle hat, ja. Ja, ist auch wirklich unterhaltsam. Also ich gucke das ja auch gerne, wenn ich mal Zeit habe. Und ist auf jeden Fall. Also ich habe ja immer mitgespielt, im Gang gespielt. Vielleicht kommt es irgendwann noch. Wie kannst du so entspannt am Live-Table sein? Bestimmte Methoden dazu? Boah, gute Frage. Also ja, wichtig ist einfach, glaube ich, in einem guten Mindset zu sein, wie gesagt, also vorher vielleicht eine gute Routine zu haben, wie gesagt, morgens ins Fitnessstudio gehen oder einfach ein bisschen spazieren gehen. Was ich auch gemerkt habe, ist, die Ernährung ist unglaublich wichtig, da jetzt nicht so reinzuhauen am Live-Pokertisch und dann ja, versuche ich auch mal jede Stunde oder regelmäßig auch noch aufzustehen, weil wenn man die ganze Zeit sitzt, dann wird man doch ein bisschen träge. Ja. Aber ansonsten
sich gar nicht so viel ablenken lassen, versuchen aber die Action am Tisch mitzuverfolgen. Also ich habe jetzt auch gemerkt, dass zum Beispiel bei mir Musik eher kontraproduktiv ist, dass ich zwar vielleicht ein bisschen entspannen kann, aber dadurch ein bisschen weniger Action am Tisch mitkriege. Okay. Ja, es ist auch für mich nicht. Also muss ich sagen, Musik ist schwierig. Außer es ist jemand neben mir, der komplett komische Geräusche macht oder mich so. Genau, das habe ich auch mal. Wenn es sehr laut auch ist im Turniersaal oder so, dann denke ich, kann es helfen, das zu unterdrücken. Aber ich merke halt, dass ich immer dann, oder auch das Handy halt, das ist auch mal wichtig, das wegzulegen, gar nicht viel am Handy zu sein, weil man dann einfach ja irgendwie auf dem Handy da rumdaddelt, Energie verbraucht, um sich irgendwas anzugucken und dann auch einfach Hände verpasst, die wichtig sind im Showdown zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch wichtig, dann einfach wenn man selber gar nicht in der Hand ist, auch Hände mitzuverfolgen und sage ich mal, da Sachen zu sehen, weil Live-Poker ist ja schon sehr unterschiedlich zu Online-Poker. Also man hat sehr, sehr, sehr viel weniger erfahrene Spieler, die dann auch manchmal merkwürdige Sachen machen, die hilfreich sind, wenn man da die Show sieht. Ja, absolut. Sehr wichtig. Also man sieht einfach so viele Leute mal im Handy daddeln und sonst was machen. Also exorbitant viele und auch übrigens viele Pokerprofis, die man so kennt, die Serien durchsuchten am TV-Table, am Live-Poker-Table. Ja, ist schwierig. Also man verliert wahrscheinlich schon relativ viel EV dadurch, ne? Ja, definitiv. Also das, ich denke, und vor allem ist man dann auch, sag mal, wenn man irgendwann doch eine Hand hat oder Leute spielen ja dann auch nochmal irgendwie einen Online-Tisch auf dem Handy. Ich merke dann immer, die Leute sind dann nur auch so semi in der Hand dabei, selbst wenn sie ihre Hand spielen. Also das ist schon wichtig, da mit dem gesamten, im gesamten Kopf-Mindset da zu sein. Ja. Thies fragt, was hältst du von GTO Wizard Drills zum Üben? Ja, super. Also ich glaube, alles, was man ja zum Üben nehmen kann, was einfach gehalten ist, ist super. Man muss natürlich auch realisieren, so dass man da eher so den Gedanken hinter verstehen sollte. Also wenn man das jetzt nur macht, um das bestmögliche Ergebnis da zu erreichen, dann also um 100% da so als Ergebnis rauszukriegen, dann ist es der falsche Ansatz. Man sollte da eher verstehen, warum macht der Solver was, und man sollte auch verstehen, es spielt halt bei so Drills oder bei generell bei GTO Wizard spielt immer Solver gegen Solver, und vor allem im Live-Poker, aber auch online, ist es nie die Realität. Also da muss man auch mal aufpassen, jetzt so auch beim Studien ist es bei mir immer sehr wichtig, dass man jetzt nicht nachguckt und sagt so, ah, der Solver hat jetzt so gespielt, ist okay, meine Combo ist so drin, habe ich okay ges oder gut gespielt, sondern eher verstehen, warum mache ich bestimmte Sachen in dem Spot? Welche Bluffs habe ich da? Wie dünn kann ich Value betten? Das sind so eher Gedanken, die man vielleicht, dass man die gesamte Range sich anguckt und gar nicht einzelne Kombos. Ja, das musste gerade lachen, weil ich das angehört hatte, Sätze gefurzt, aber das war, glaube ich, ein Tonfehler. Vielleicht machst du es auch. ja, kann sein. Jetzt als Tonfehler darstellen. spielst du noch gestaked, also spielst du gestaked überhaupt? Oder, also ich Ja, meine, ich wahrscheinlich habe spielen die gesagt, meisten ja. Poker-Profis gestaked, würde ich sagen, ne? Aber ja, also ich glaube, Ja, die ja. Frage ist relativ Also einfach zu beantworten, ne? Ja. ich war tatsächlich im letzten Jahr oder letzten 2 Jahre war ich in einem Full Staking. Ja, was auch also seine Vor- und Nachteile hat. Und ich habe entschieden, vor allem auch für Live-Poker, ja, nicht mehr gestaked zu spielen, aber natürlich verkauft man trotzdem Action oder Swapped Action in Ja, es größeren Buy-ins. ist auch gar nicht, sollte man sich auf jeden Fall auch, also wenn man jetzt so eine Ambition hat, immer in seine Überlegungen mit reinnehmen, weil das mindert die Varianz, Ja. man hat deutlich entspannteres Leben, sag ich mal, als wenn man komplett auf mit seinem eigenen Geld spielt, beziehungsweise nicht Definitiv, swapped auch. definitiv. Swappen ist Also ja eine Macht. genau, man muss halt verstehen, also, dass die Varianz halt sehr hoch ist. Ja, vor allem so höher die Stakes sind oder auch, ja. Bei Live-Poker, also so weniger Hände man reinkriegt, so höher die Stakes sind, so höher ist die Varianz. Und Ja. da ist natürlich als Profi auch immer wichtig, dass man die versucht zu mindern, sobald es geht. Okay.
Gibt es noch Platz bei dir, was Coaching angeht? Also falls der eine oder andere zusieht, der. Ja, immer gerne. Also ich habe biete das immer an. Also auf allen Levels habe ich bis jetzt auch Coaches gemacht. So sage ich mal, jetzt nicht vom Einsteiger, aber ich habe jetzt auch Leute für die Bahamas vorher, die sich qualifiziert hatten, Amateurspieler, da nochmal so ja Coaching gemacht, sage ich mal, bis zum Mid-6-Spieler, wo ich letzte einen gecoacht habe, den, es war auch ganz witzig, den Jörg. Den hatte ich glaube, in 2 Wochen 10 Coaching-Stunden gemacht und dann ist er 2 Tage später ins Kings gefahren und hat dann Eureka Main gewonnen. Krass. Ja, Hat sich das gelohnt, war, Reinvestition. ja, genau, also das ist halt auch immer, ja, eine gute Investition, wenn man auf ein gewisses Level schon spielt. Ansonsten glaube ich, so kann man natürlich auch, wenn man jetzt Anfänger ist, da auch auf Streams oder freien Content, gibt es auch verschiedene Trainingsplattformen zugreifen, aber so für ambitionierte Hobbyspieler oder auch Low-Mid-Stack-Spieler bin ich gerne bereit. Also ich hab da auch immer so, dass ich dann so eine kostenlose Kennenlernstunde immer gebe, um erstmal zu gucken, ob die Chemie stimmt und an was man arbeiten kann, um erstmal einen Eindruck zu kriegen. Sehr gut, ja, das ist schon mal ein gut zu wissen für die, die vielleicht Interesse haben. Also kontaktieren am besten Instagram oder wo? Ja, gerne auf Okay. Instagram, ansonsten auch auf Discord. Nils Das Pudel oder Pudelpower. ist genau das Genau. Pudelpower, beides. Ja, da Auf allen, finden eigentlich auf allen Plattformen. sie. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Nils, dass du dir. Nils, was habe ich jemals zu dir, Nils, gesagt? Vielen Dank, Pudel, für dein. Für deine Zeit. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder irgendwo live. Also bei mir wird es wahrscheinlich erst Vegas werden, aber vorher wird's knapp bei mir. Ah ja, fährst du gesamten Zeitraum oder wie ist da Nee, auf gar keinen dein Fall. Ich werde so Megasplan? 14 Tage wahrscheinlich kommen, nur. Ja, Mehr schaffe ich nicht. also zum Main Event dann und ja, werden wir uns auf jeden Fall sehen. Dann können wir wieder mal im wie heißt der Laden? Ja, da waren wir letztes Mal gar nicht. Wir waren noch Ja, ich dann in schon, meinem. ich war schon Ach so, du mal, warst da. klar. Ja, ja. Wie? Piranha Punch? Piranha Bar? Nee, wie hieß das Ding Ja, eigentlich? nee, so hieß der Cocktail, aber Ja, irgendeine hawaiianische Bar, glaube ich. genau. Also, Ja, weiß ich machen nicht, ist wir. ein Klepp. Machen wir. Der erste Piranha Punch geht um mich. Okay, Ja. ich behalte dich beim Wort. Ja. Alles klar, dann dir viel Erfolg jetzt. Welcher Stop ist der nächste? Live-Stop? Gibt's da jetzt schon was? ja, also ich bin noch überlegen. Also, ich habe da so ein paar Sachen, eventuell tatsächlich die Eureka jetzt im Okay, Kings. ja, die ist ja jetzt nächste Oder Woche. sonst die Irish Open, habe ich auch mal So. wieder Interesse, war ich auch noch nicht da. Das sind so Sachen, die sind Überlegungen, aber ich war, wie gesagt, jetzt viel unterwegs. Vielleicht bleibe ich auch ein paar Tage oder Wochen zu Hause. Ja, dann alles Gute. Ich hoffe, wir lesen viel von dir und danke für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass wir es hingekriegt haben. Und für alle, die das Interview sehen wollen, checkt natürlich den YouTube-Kanal ab, Ausrufezeichen YouTube, da könnt ihr das ganze Ding nochmal komplett sehen. Ja, Herr Pudel, ich wünsche dir was. danke und ja, viel Erfolg heute an den Tischen. Danke Wir dir. sehen Ja, deine geht gleich Backroom-Challenge. los. Geht gleich los. Hau rein, mein Lieber. Jo, mach's gut. Du Ciao, auch. Ciao, ciao. ciao.